Lui ha detto che ogni errore può essere mortale per te. Hast du mich gerade beleidigt? Nein. Alles gut. Moin ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video Pizza-Test. Die beste Pizza, Schwester. Ich zeige heute meiner Community. Wundert euch nicht, ich habe gerade Döner-Test gemacht, das ist Kollege vom Döner. Mhm. Ja, ich mache heute beste Pizza Hamburgs, zeige ich den Leuten. Und ich schwöre es dir, egal was für Pizza du gegessen hast. Ich habe Pizzen gegessen, meine 1000 Empfehlungen in Hamburg, Inside, die meinten heftig. Aber die toppt alles und ich mache das nur für euch, liebe Community. Weil ich will, wenn ihr mal hier seid, dass die auch geile Pizza essen, weißt du? Die sollen geile Pizza haben. Und dann müsst ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, okay, das war nichts. Haut es rein in die Kommentare und natürlich eure Meinung zum Video. Wir zischen jetzt dahin nach Hamburg. Okay, gut. Chef, ich bin noch nicht ganz los. Chef, mach mir noch mal eben kurz ein Geheimgetränk hier. Echt mega geil. Mhm. Wirklich so. Ja, das ist heftig. Hat auch noch Ananasstückchen drin. Ich möchte nicht wissen, was da alles drin ist, aber Geschmack ist heftig. Sei ganz ehrlich, ne? Hast du schon mal Arschloch geleckt? Was ist das? Weißt du nicht? Arschloch geleckt, bei Frau. Nein, ich sag euch ehrlich noch mal kurz für den Ehrenbruder auch noch mal kleiner Support. Subway Döner, habe ich ein anderes Video schon gemacht. Ist hier Wandsbecker Chaussee. Also kurz vor euch, wir sind jetzt beim Phoenix Center in Hamburg-Harburg und da ist auch der Pizzaladen drin. Muss dazu sagen, also ich hätte den heftigsten Pizzaladen nicht in einem Phoenix Center Kaufhaus vorgestellt, aber das ist nun mal so. Er hat hier kein Restaurant an der Ecke, aber die Pizza ist die heftigste. So, nicht, dass ihr euch irritieren lasst. So, wir ballern jetzt rein. Das ist die Fressmeile hier. Glaubt mir, unscheinbar, aber die stillen Gewässer sind tief. Also, wir sind da. Die Ehrenmänner sind am Start. Das sind zwei Chefs hier, die zwei Inhaber von dem Laden. Also, ich muss sagen, ich kenne die beiden schon erstmal. Prost hier. Cheers. Moin, Holle. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Also, ich muss ja sagen, nochmal zum Hintergrund. Ich habe Daniel angerufen, habe gesagt, ich möchte ein Video von deinem Laden machen, weil ich das würdigen möchte. Und jeder, der irgendwie mal in der Stadt ist, ballert euch die Pizza. Wir werden das jetzt gleich alles vorbereiten. Wir werden ein, zwei Sachen dazu sagen. Sag jetzt gleich am Anfang, ist Omas Rezept oder was ist das? Hast du dich zu Hause hingedacht, gedacht, ich mach so oder was? Das ist eine ziemlich lange Story, ne? Das Ganze hat schon vor gut 6,5 Jahren angefangen. Damals, ich bin halb Italiener, möchte ich dazu sagen. Halb nur. Ja, halb nur. Aber immer noch 50% mehr als du, Bruder. Ja, also, als ich so festgestellt habe, dass wir hier in Hamburg irgendwie ein Problem haben in puncto Pizza, weil wir einfach überhaupt keine neapolitanische, klassische Pizza aus dem holzbefeuerten Steinofen vorfinden konnten damals. So kam die Idee ursprünglich mal auf, dass man hier das endlich mal in die Hand nehmen müsste und machen sollte. Das ist das Ding, das muss ich noch ganz kurz sagen. Man hört immer so, Steinofen, Holzofen, sonst habe ich gesagt eben noch, scheiß auf die ganze Kacke, jeder prahlt damit, die Pizza schmeckt zum Kotzen. Ihr habt so einen richtig Stahlofen, ne? Aber richtig heiß. Und die Pizza ist heftig ohne Ende. Was will ich mit einem Steinofen, wenn die Pizza scheiße schmeckt? Das war die größte Überraschung, die wir während dieser Tests im letzten Jahr festgestellt haben. Wir hätten nicht für möglich gehalten, dass wir in der Lage sind, mit dieser Art von Ofen in der Lage dazu wären, so ein irrsinnig geiles Produkt zustande zu kriegen. Also es war für uns auch eine Überraschung, sag ich dir ehrlich. Okay, dann lass uns doch mal lecker Pizza essen, oder nicht? Ja, super gerne, Bruder. Ja, komm her lang. So, also das ist der Mann der Stunde. Er wird jetzt den Test unterzogen. Jeder Fehler kann jetzt tödlich quasi sein für dich. Du hast gesagt, okay, ogni errore può essere mortale per te. Hast du mich gerade beleidigt? Nein. Alles gut. Hat er mich gerade so genannt? Sei ehrlich. Spaß beiseite jetzt. Jetzt haben wir hier schon die Teiglänge. Einmal ganz kurz, so sieht das aus. Typisch neapolitanisch, dass die Pizza auf das Ding gezogen wird. So Daniel, wir haben jetzt hier einmal nur kurz, die Pizza kommt gleich in den Ofen. Wir haben hier nochmal einzelne Zutaten. Ihr habt euch ja viele Gedanken gemacht über diese Zutaten auch. Klar, schon für den alten Laden habe ich damit angefangen, mich intensiv zu befassen. Ja. Und bin in dem Zuge auch nicht nur einmal nach Neapel gereist, sondern vor Ort Lieferanten kennenzulernen, Produkte auszuprobieren, um zu entscheiden, was letztlich für mein Dafürhalten das Beste ist. Ich möchte das so. Perfekt. Wunderbar. Man sieht hier schon, ne, wie der Rand aufgegangen ist an vielen Stellen. Guck
halt die. Das ist ja so. Daniel, damit du von mir auch mal direkt das Feedback hast, was ich halt auch das Heftige finde an der Pizza, so einfach als Kunde. Jemand, der das weiß, wo das herkommt, was das für einen Sinn hat, okay. Aber ich sage euch, wenn ihr isst, was ich davon so heftig finde, weil ich das, mag es auch bei anderen Pizzen geben, aber nicht in der Umsetzung. Mit Sicherheit nicht, zumindest nicht in Hamburg. Oder eigentlich laber ich Scheiße vielleicht schon, aber ich habe sie noch nie gegessen. So, ihr habt hier butterweichen Boden. Es ist nicht dieses richtige Knallhart, wo ihr die Pizza nehmen könnt und die hält in der Luft. Das habt ihr nicht. Ihr habt einen weichen Boden, einen knusprigen Rand. Mega knusprig, der hat eben richtig geknackt, wo wir den durchgeschnitten haben. Dann habt ihr jetzt bei dieser Zwiebelmarmelade da drauf. Ihr habt Ricotta da drauf. Ihr habt hier diesen Sesam am Ende. Das ist für mich ein Geschmackserlebnis. Das habe ich so nirgendwo gegessen. Das ist einfach, ja, das ist ein Erlebnis. Ich sage es wirklich, es ist ein Erlebnis. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen von meiner Seite. Ich kann das alles nur so bestätigen. Ne? Die Pizza ist im Inneren, im Kern ist sie schön saftig und schön fluffig. Außen hat sie den knusprigen Rand, der voller Luft ist, wie man hier ganz gut erkennen kann, mit den ganzen Luftbläschen. Und ich sage euch so, wie es ist, ich habe Daniel angerufen. Ich wollte das Video ja machen. Ich kriege keine 500 Euro damit, dass ich jetzt Scheiße laber. Geht hier hin und jeder kann mir Backpfeifen verteilen, der nicht meiner Meinung ist bei der Pizza, weil die ist einfach krank. Wartet mal, jetzt kommt die andere Pizza. Ja, was nicht heißt, dass wir uns nicht derbe gefreut hätten, als Holle mir diesbezüglich geschrieben hat. Ne? Aber ich finde es halt uncharmant, wenn man es nötig hat, sein eigenes Produkt irgendwie anzubiedern. Ja. Und ja, wir überzeugen einfach lieber durch Qualität. Mhm. Ne? Aber hört ihr das da hinten? Seid mal leise. Oh. Oh, das ist nicht die fünfte Sinfonie. Glaub mir, die andere Pizza, da gibt es etliche Sorten, das sind zwei, die ich euch jetzt vorstelle. Die haben da Rosmarin direkt drauf. Also es harmoniert einfach. Ich frage mich, warum ich das nicht öfter irgendwo auf einer Pizza, was harmoniert, das ist wie, was sage ich immer, wie Rosmarin und Kartoffeln. Das ist wie Tomatenmozzarella. Ja, kommt auch immer gut. Tomatensauce und Spaghetti. Ja, irgendwas. So ist auch noch ein Spargel. Sowas, genau. Es gibt so Sachen, die matchen einfach. Das weiß jeder, das ist so. Und das zählt für mich dazu, aber keiner. Ich habe es vorher nicht gegessen. Und glaub mir, wenn ihr auf diesen Teig aufbeißt, dieses Krosse in Kombi mit diesem fluffigen innen drin, ist eine Erfüllung. Also ich kann das nur unterstützen, glaub mir. Jeder hier unten ist Harburg. Ich sag das von Herzen einfach. Hier kann man bestellen, könnt ihr anrufen, Mama Napoli. Vielen Dank, mein Lieber. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ja? Ich verlinke das auch noch unten in der Videobeschreibung. Einfach Support für die schweren Zeiten hier, auch für die Gastro. Ist ein Segen, die Pizza. Danke dir. Mhm. Vielen Dank. Ich danke euch für eure Leistung, wollte ich gerade sagen. Sehr für euer Engagement fürs Video. Meine Bewertung. Ich gebe eurer Pizza. Und ich kann keine 10 von 10 geben, weil damit würde ich mir die Chance nehmen, dass ich noch eine bessere esse. Und das will ich mir, das ist eine Blockade in meinem Kopf, damit würde ich mir viel Lebensfreude nehmen. Aber ich gebe euch eine 9,5. Das habe ich bei Dönerläden noch nie vergeben. Die Höchstnot war 9,4. Bei Pizza ist jetzt die 9,5 für euch. Es gilt, diese Note zu toppen. Und ihr seid mitgefragt, liebe Community. Gebt mir den Laden, der das toppt. Ich will gerne, dann komme ich zu euch und sage, pass auf, ich habe Besseren gefunden. So. Ich bin gespannt, ja. Okay, dann ich bringe besser ein bisschen Zeit mit. Ja, also. Bring ein bisschen Zeit mit. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut in die Kommentare, Daumen hoch, Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao.